In Häusern bei Leuten, die Lauscher aufsperren, und es gab Berge von Ärger mit einer Frau, die hieß Leuthäuser Schnarrenberger. Guido Westerwelle, ja, das ist er, den Gunther von Hagensgrad, ausgestopft in einem Bonner Hotel ausgestellt hat. Es war eine gute Idee, den plastiliert aufzubauen, denn so kann man den wenigstens heute mal durchschauen. Doch es gab auch ein paar gute, vor allem den am Balkonfenster, den liberalen Mr. Spock, ja, ich mein Hans-Dietrich Genscher. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Ja, Genscher war einer der Geilen. Das ist ein Lied über die FDP, das nur aus vier Akkorden besteht. Vier Akkorde müssen reichen, weil es ja schließlich nicht um Liebe, sondern nur um die FDP geht. Vier Akkorde sind musikalisch das Äquivalent zu mehr Netto vom Produkt. Vier Akkorde für die FDP sind gerade gut so. Als die FDP dann starb an unter 5% Verweisung, sprach man parteiintern von demokratischer Entgleisung. Die Wähler seien schuld und diese Schuld sie wie geschwer. Doch den Wählern war das scheißegal, die FDP, die gab's nicht mehr. Doch Juristen und Bankiers lagen sich heulend in den Armen. Auch die deutschen Hoteliers setzten auf Halbmast ihre Fahnen. Warum nur, no, warum, hörte man die Pharmafuzis fragen. Die Apotheker hatten alle schwarze Kittel ausgetragen. Das ist ein Lied über die FDP, das nur aus vier Akkorden besteht. Und ich überleg mir gerade eben, ob dieses Lied nicht auch mit nur drei Akkorden geht. Mein Sohn, Vergangenes hilft die Zukunft zu kapieren. Zuerst muss man was ein, um es dann auszusortieren. Drum hör mir bitte, bitte auch morgen wieder zu, denn dann sing ich dir ein Liedchen über die CSU. Apropos FDP, Berlin, Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler sprach sich erneut für die Abschaffung von Mehrbettzimmern zugunsten von Zweibettzimmern in Krankenhäusern aus. Auf die Frage, ob dies nicht zu einer Platzknappheit führe, entgegnete Rösler keineswegs, wenn man ein Bett mit jeweils zwei Personen belege. London. Nach wie vor in akuter Geldnot befindet sich WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Da auch die Veröffentlichung seiner Memoiren nicht genug Geld zu seiner Verteidigung einbringt, verkauft der umtriebige Datenhändler jetzt auch Videos mit prekärem Inhalt. Diese unterliegen natürlich strengsten Datenschutzbedingungen und dürfen keinesfalls der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder von Privatpersonen gekauft werden. Damit Sie, liebe Zuschauer, im Zweifelsfall wissen, wie diese Videos aussehen, zeigen wir Ihnen jetzt einen illegalen Mitschnitt der Amtsübergabe von Altbundespräsident Horst Köhler an seinen Nachfolger Christian Wulff in voller Länge. Meine sehr verdutzten Damen und Herren, liebe Landläufige und Mitwürger, liebe... Entschuldigung, Herr Altbundespräsident, ich bin alleine hier. Das war ich während meiner ganzen Amtszeit. Ich habe Sie heute zu mir gebeten, damit ich Sie einführe in ein Amt, das mir stets Grund gegeben hat zum Beleidigtsein, zur Bereicherung. Wie Sie unschwer gehört haben, habe ich der Aufforderung der Bundesregierung zum Sparen Folge geleistet und spare ihr künftig mich. Dies tat ich am 31. Mai 2010. Ich weiß. Auf den Tag genau zwei Tage vorher wurde ich noch mit Vorwürfen bombardiert, weil ich den Afghanistan-Einsatz als Sicherung für Handel und Arbeitsplätze ins Feld geführt hatte. Das gibt es in keiner Religion, dass man eine höhere Macht so angreift. Aber Sie werden doch nicht jetzt... Kaum gab es in Dänemark seinerzeit Mohammed-Karikaturen, verfielen die treuen Islame in Selbstmordattentate. Frau Merkel hat viele Gürtel.
Einer mit Sprengstoff, zu meiner Verteidigung, war nicht dabei. Und das, obwohl ich seinerseits bei einem Abendessen zwischen Frau Merkel und Herrn Westerwelle noch der Kollateralschaden, der Kompromissvorschlag gewesen war. Das klingt sehr traurig. Das Problem ist, dass Kanzler und Minister mit Leuten besetzt sind, die aus der Politik kommen. Das verträgt auf die Dauer kein Land. Wollten Sie mich nicht einführen in ein Amt? Ich habe mich mit Fleiß aus ärmlichsten Verhältnissen emporgearbeitet. Da wollte ich nie wieder zurück. Mit der letzten Bundestagswahl war ich politisch dort wieder gelandet. In ärmlichsten Verhältnissen. Was habe ich denn in diesem Amt alles wohl zu tun? Sie verfügen nicht über politischen Einfluss. Nutzen Sie ihn. Ich übergebe Ihnen dazu ein wesentliches Element meiner Redekunst, den Teleprompter. Wenn Sie davon richtig ablesen, dann sieht es aus, als ob Sie schielen würden. Das verschafft Ihnen ein Mitleid, das mich 6 Jahre durchs Amt getragen hat. Und sonst ist nichts zu tun? Ich übergebe Ihnen weiterhin eine Zusammenfassung all dessen, was Sie als Bundespräsident noch zu machen haben. Bitte sehr. Berlin. Die stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, hat sich für die Abschaffung von Adelstiteln in Deutschland ausgesprochen, da mit ihrer Hilfe antidemokratische Sehnsüchte bedient würden. Kipping stellte fest, dass Adel hierzu nicht nötig sei. In der DDR sagte sie, habe antidemokratische Politik hervorragend funktioniert mit bürgerlichen Politikernamen. Afghanistan, trotz großer Verluste innerhalb der deutschen Truppen, hält die Bundesregierung an einem Verbleib bundesdeutscher Soldaten am Hindukusch fest. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg widersprach kritischen Äußerungen. Dort gehe es nur um den Schutz von Wirtschaftsgütern wie Gas und Kohle. Selbstverständlich gehe es auch um tiefere innere Werte wie Gold, Silber und Öl. Wir sind jetzt verbunden mit den gefreiten Appelt und Mann im Bundeswehrstützpunkt Masar-e-Sharif. Herr Appelt, wie ist die Stimmung so kurz vor dem Jahreswechsel, bitte? Ja, beschissen wäre geprahlt, würde ich mal sagen. Also es ist natürlich, wir haben gestern noch eine Polonaise vorbereitet durch die Wüste, haben wir schön gesungen, ne? Weine nicht, wenn dein Kumpel fällt, damm, damm. Aber ansonsten Stimmung im Arsch, weil wir dürfen morgen keine Raketen starten lassen. Das ist doof. Aber immerhin empfangen wir wieder die ARD. Ja. Danke, lieber ARD. Ja, tatsächlich, ja, durchgehend. Nee, es gibt ein reduziertes Programm, zusammengestellt von Bundeswehrpsychologen. Ja. Also viel Volksmusik mit Florian Silbereisen und so dabei. Ja. Ne, ist ja zur Stärkung des Nationalbewusstseins auch nötig. Nein, Ivo, ich meine, ist ja klar, wenn wir den Silbereisen sehen, denkt sich doch jeder, oh, so schlimm kann es hier doch gar nicht sein. Wer Silbereisen kennt, dem gefällt es überall. Ja. Ausgewählte Fernsehsendungen waren übrigens das Stichwort. Sie waren doch dabei bei der Sendung mit Kerner und zu Guttenberg. Oh, das war schon ein Event. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Ja, aber schön. Ne? Niemand geht hin, außer Guttenberg und Kerner. Ja, natürlich. Und nicht zu vergessen, seine Frau. Was hatte seine Frau eigentlich da zu suchen? Afghanische Internetkinderschänder. Ach. Ja, da hätte sie zwei ihrer Jobs gleichzeitig machen können. Ja, die Frau ist ja eben universell einsetzbar, ne? Das ist Schönheit und Amt vereint. Sie ist gleichsam Ministergattin und Spindluder in einem. Das ist geil. Ja, man muss ja zugute halten, dass sie nicht auch noch gesungen hat. Ne? Schön geworden. Ja, sehr, sehr löblich. Gab es denn von Ihnen persönliche Kontakte zu Guttenberg? Ja, natürlich. Das war schon sehr emotional und zwischenmenschlich. Ja. Der Mann ist ja ein Sympath, der Guttenberg. Ja. Ja. Zeigen Sie es. Da ist was passiert. Der stammt von einem Soldaten, der sich 12 Tage die Haare nicht waschen konnte. Und da fragt der Guttenberg den nach seiner Gelmark. Das war so schön. Hallo. Er versteht uns. Ja. Der Gutti versteht uns. Man muss ganz ehrlich sagen, der Mann muss sich eben nichts beweisen. Nein. Der kann dir auf Augenhöhe begegnen und trotzdem auf dich herabsprechen. Ja. Das ist der Hammer. Er ist im Grunde genommen ein besser gekleideter Jesus Christus. Jawohl. Das ist wirklich geil. Ja. Mit der cooleren Botschaft. Ja. Ja. Wie hat der Guttenberg noch gesagt? Wahrlich, ich sage euch, die deutschen Truppen müssen länger bleiben.
Damit sie letztendlich früher gehen können. Hat ein geiler Satz, den hat er natürlich ernst gemeint. Der war eher auf Guido Westerwelle gemünzt. Nee, ja. Länger bleiben, eher gehen. Außerdem haben wir, man muss mal auch wirklich sagen, ist an der Stelle, wir haben hier Verpflichtungen gegenüber dem deutschen Fernsehtalk. Ja. Ja, nach Kerner haben sich ja für 2011 schon der Jauch angekündigt und die will kommen, der Beckmann, ja, Plasberg. Wenn das so weitergeht, ja, da wird der Hindukusch noch das neue Babelsberg. Und ja. Wir werden im nächsten Jahr einen direkten Zugang zum Meer buddeln. Dann kann das Gutenberg könnte sogar seine Truppenbesuche mit dem ZDF-Traumschiff absolvieren. Ja. Das wäre doch geil. Oder? Also ein Superstar. Wie hoch sind denn Ihrer Meinung nach die Chancen Gutenbergs auf das Amt des Bundeskanzlers? Bundeskanzler. Das wäre doch Verschwendung. Ja. So ein Allerweltsjob, Bundeskanzler. Dieser Mann, der kann alles. Der kann Verwundete trösten. Lahme macht er gehend. Der hat ein Fernsehgesicht. Ja. Und er hat eine schöne blonde Frau an seiner Seite. Jawohl. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn dieser Mann nicht 2013... Wetten, das moderiert bei den Freunden. Schöne Aussichten zurück zu mir. Mainz, die Mainzer Ranzengarde hält an dem umstrittenen Auftritt von Thilo Sarrazin als Laudator für die diesjährige Verleihung des Ranzengardeordens fest. Der Vorstand des Vereins erklärte, man habe bereits seit vielen Jahren die Redefreiheit für Narren im Programm, sei nur zeitgemäß und schlüssig, diese in Zukunft auch auszudehnen auf Dampfplauderer und andere Verrückte. Rosenheim. Auf der Strecke Rosenheim-München kam es gestern erneut zu schweren Fahrgasttumulten, als bei minus 8 Grad in einem stehenden ICE für mehrere Stunden die Heizung ausfiel. Die Bahn ließ sich den Fehler patentieren und kündigte für den nächsten Winter eine Fusion an mit der Firma Bofrost. Trotzig reagiert man bei der Bahn allerdings auf Vorwürfe, deutsche Züge seien offensichtlich weder Sommer- noch wintertauglich. DB-Sprecher Walden erklärte, dafür seien sie bei konstanten 17 Grad und leichten Nieselregen weltweit quasi konkurrenzlos. Es sei nicht die Schuld der Bahn, sagte er, wenn die Bundesregierung der komplexen Zugtechnologie kein adäquates Wetter anbieten könnte. Hamburg. Deutschland fasst morgen wieder gute Vorsätze. Und an erster Stelle stehen natürlich Diätprogramme. Die Brigitte-Diät verspricht 10 Kilo in 4 Wochen. Die Super-Elo prognostiziert 20 Kilo in 2 Wochen, allerdings nur im Osten des Körpers. Der Essener Haarspalter Hagen Räther zeigt Ihnen jetzt, wie Sie in 4 Minuten immerhin 20 Gramm verlieren können. Ja, schauen wir mal. Also manchmal denke ich ja, ich bin gar kein Kabarettist. Die Haare werden bei eBay versteigert. Für so ein Integrationsprojekt. Kabarettisten haben Wut und wissen alles. Ich habe Schmerz und weiß nichts. Weil sich alles abschafft. Alles schafft sich ab. Deutschland schafft sich ab. Europa schafft sich ab. Amerika hat sich abgeschafft. Die Kirche schafft sich ab. Das Sozialsystem schafft sich ab. Gesundheitswesen schafft sich ab. Privatsphäre schafft sich ab. Alles schafft sich ab. Und hier marodieren verbitterte alte Männer durchs Land und beschimpfen Minderheiten. Ein bisschen traurig ist das schon. Ah. Oh. Wie nackig. Ich habe den mir halt mal stehen lassen, den Bart. Ich habe gehört, die meisten Frauen finden Bart unsexy.